Wer was über ihn wissen will, muss Otto Rehhagel fragen. Otto Rehhagel hat nämlich über ihn mal gesagt, wer in seinem Beruf mal wirklich was erleben möchte, der muss mal eine Woche mit Basler trainieren. Er sagte, ich glaube, dass es keinen Spieler in der Bundesliga gab, der so extrem war wie ich, auch was das Ausgehen betrifft. Trotzdem zählt er zweifellos zu den größten Fußballern der Bundesliga-Geschichte. Herzlich willkommen also einem Mann, von dem der schöne Satz stammt, Fußball wäre eigentlich ganz schön, wenn nur diese blöde Lauferei nicht wäre. Mario Basler, schön, dass du bei uns bist, Mario. Ja, was für schöne Bilder. Und Mario Basler sagte gerade, das war grausam. Die haben gar nicht an sich geglaubt. Ja, Barcelona hat mich völlig enttäuscht heute im Rückspiel. Ich habe schon gedacht, dass sie von Anfang an ein bisschen mehr Gas geben. Ich meine, man hat es gestern, ich glaube, Norbert hat es ja hautnah erlebt. Madrid, da hat man gesehen, die wollten. Ne? Die haben nach 8 Minuten 4 Eckbälle gehabt. Die konnten auch, ne? Die konnten. Und ja. Barcelona, ja, ich glaube, die haben nicht mehr dran geglaubt, dass sie gegen Bayern eine Chance haben, und von daher haben sie so auch die erste Halbzeit gerade gespielt. Mario hat gefeiert. Wir haben ja fast alle gefeiert. Ein paar sind aufs Zimmer gegangen und die meisten haben gefeiert. Auch wenn du in einem Endspiel, auch wenn du es verlierst, ist doch ein Grund, ja, klar, ein Endspiel zu erreichen, ist doch ein Grund, auch zu feiern. Absolut. Ja, sehe ich genauso. Ja. Ja. Einige konnten das so, einige haben sie aufs Zimmer verzogen. Jeder verarbeitet das ja auch anders. Aber wir schauen einmal rein. Mario hat doch damals dieses erste Tor gemacht. Ein Sensationstor war. Und dann gab es noch mal von dir etwas, das wir uns auch ansehen müssen. Bitte schön. Tut das immer noch weh, Mario? Ach, überhaupt nicht. Du hast eben gerade gesagt, so ist Fußball. Der trifft den Ball auch nicht mal richtig. Ich habe das ja schon 1000 Mal gesagt. Wir haben ja nur ein Fußballspiel verloren. Es gibt viel schlimmere Dinge auf dieser Welt, die passiert sind. Jetzt haben wir ein Fußballspiel verloren. Das ist immer bitter, wenn du verlierst, das ist klar. Aber es war nur ein Fußballspiel. Aber du wärst noch unsterblicher, wenn du... Das bin ich auch so. Das ist richtig. Aber wenn du dieses einzige Tor da gemacht hättest... Ganz ehrlich, das ist... Du wärst noch unsterblicher, ja, das ist aber auch eine schöne Formulierung. Ob du das 1-0 schießt und du gewinnst, oder es gewinnt ja am Schluss eine Mannschaft. Ja, es ist natürlich immer schön, wenn man da ein Tor schießt, wenn man vielleicht auch das entscheidende Tor schießt, aber alleine hätte Sonne gewonnen. Der Ottmar hat ihn ja rausgenommen in der 88. Minute. Er war ja glücklich. Er hat behauptet, er konnte nicht mehr laufen, aber die 2 Minuten hätte er noch durchgehalten. Um ihm auch den Beifall vielleicht zu gewähren, weil man dachte, das ist der Schütze des einzigen entscheidenden Tores. Das muss wehgetan haben. Und erinnert mich aber ein 6 Minuten Nachspiel, ne, waren das, ne? Markus, ja, das erinnert mich. Wie viel waren das? Das war doch bei Dickel waren es 6. Ja, ja. Da kann viel passieren. Aber da waren es 3? So was. 3 Minuten. Ja. Aber weißt du, das erinnert mich ein bisschen an Thomas Müller letztes Jahr. Er hat auch das 1-0 gemacht, wurde ausgetauscht. Musste mit ansehen, wie unwürdig die Bayern sich da verhalten haben vor dem Elfmeterschießen und verlieren das Finale. Ähnlich. Wie hast du das erlebt? Draußen an der Seitenauslinie oder wo warst du? Ja, ich wurde ja ausgewechselt, ich glaube in der 89. Minute und beim Stande von 1-0. Und dann waren die kleinen Vorbereitungen schon getroffen. Nämlich? Ja, für uns war klar, wir konnten das Spiel gar nicht verlieren. Das war der Champagner war schon auf dem Weg für uns, die Mützen waren schon bereitgelegt und ich hatte schon ganz kurz auf eine Mütze und dann fiel das 1-1 und da kam gerade unser Charlie, unser Zeugwart mit dem großen Kübel mit Champagner. Da habe ich gesagt, bring wieder zurück, stell noch mal kalt, das dauert noch ein bisschen. Ja, und dann ist er gleich drauf das 2-1 gefallen und dann bin ich auch direkt in die Kabine verschwunden und war mit als Erster in der Kabine und dann kam Franz und ja, wir haben erstmal in der Kabine, ich habe erstmal eine Zigarette geraucht und Franz, wir haben uns dann erstmal die, ich glaube 5-6 Minuten, wir haben kein Wort gesprochen. Wir haben nur Kopf geschüttelt und das war eigentlich unfassbar. Und dann kamen so langsam die Jungs rein und ja, die Stimmung wurde natürlich nicht besser. Und der arme Mario hat wirklich 4 Stunden nicht geschlafen? Na, ich habe insgesamt in der Nacht nur 4 Stunden geschlafen. Ja, wir haben... Ihr habt dann richtig gefeiert? Ich habe es ja schon des Öfteren gesagt. Es kamen ja am Schluss dann noch die Manchester-Fans zu uns, weil
die Engländer wahrscheinlich im Bett waren und wir haben noch gefeiert. Es ist ja erstmal das kommende Endspiel am 25. Egal wie dieses Spiel ausgeht, beide Mannschaften, muss man sagen, sie haben was Großes erreicht. Ob das Borussia Dortmund ist? Absolut. Oder auch Bayern München. Beide Mannschaften sind in dem größten Endspiel, das im deutschen Fußball oder im internationalen Fußball eigentlich gibt. Und egal wie dieses Spiel ausgeht, das sollen sich danach im Hotel auf dem Bankett die Balken biegen. Und wenn Sie nicht wissen, wie das geht, einfach dich anrufen. Ich komme vorbei. Genau, man hilft ja. Aber ich glaube, ich kann das verstehen. Zumal ja sich daran doch angeschlossen hat, in deinem Fall, Mario, ein Angebot, das ich spektakulär finde und von dem ich, wenn man das so liest, überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man das ablehnt. In derselben Nacht noch, wenn ich das richtig erinnere, hat dir Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge, genau, einen Vertrag auf Lebenszeit angeboten. Ja, auf dem Tisch, wie ich den Tisch kaputt getanzt habe. Du standst auf dem Tisch und... Beim Präsidium von Bayern München haben wir getanzt und die Tische kaputt gemacht. Und was solltest du dann machen? Und du und Karl-Heinz Rummenigge stand unten und sagte... Er saß unten, ich habe getanzt und dann hat er hier irgendwie hochgeschrien, du kriegst einen Vertrag auf Lebenszeit. Und da war meine Antwort, da müssen aber zwei unterschreiben. Heißt? Bayern hätte unterschrieben, ich wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Ja, ich habe ja auch meinen Vertrag danach nicht verlängert. Ich habe ja ein Angebot gehabt von Bayern München. Wie, war das ein gutes Angebot? Ich glaube, zu dem damaligen Zeitpunkt hätte ich wahrscheinlich mehr verdient wie Lothar Matthäus. Wie viel? Das spielt ja keine Rolle. Siebenstelliger Bereich. Kann man das so? Bisschen mehr, ja. Gleich. Ich habe ihn ja nicht verlängert. Okay, ist egal. Er hat den Vertrag angeboten auf Lebenszeit 6 Millionen im Jahr. Das war noch D-Mark. Oder? Ja. Aber ist ja fast das Gleiche jetzt. Okay. Ja, eben. Also ist auf jeden Fall ein Traumvertrag. Und du hast gesagt nein. Warum nicht? Ja, weil ich mir die Option einfach offen halten wollte. Mein Vertrag wäre 99/2000 ausgelaufen. Und ich wollte mir die Option einfach offen halten, vielleicht noch mal ein Jahr oder zwei Jahre ins Ausland zu wechseln. Und das Risiko lag ganz allein auf meiner Seite. Ich habe eine sehr gute Saison gespielt gehabt. Und mein Vertrag, wie gesagt, lief noch ein Jahr. Und ich habe mir das offen gehalten, vielleicht noch mal ein Jahr oder zwei Jahre irgendwo hinzuwechseln. Ja, Respekt. Was sagen einem da Berater? Mein Berater hat den Kopf geschüttelt, ja. Mein Schwager, mein Ex-Schwager, der hat... Kroger Wittmann? Ja, ja, der hat mir den Vertrag da. Der hat gesagt, du musst nur noch unterschreiben. Sag ich, nee, ich kann den nicht unterschreiben. Dann hat er erst gedacht, ich mache Spaß. Und bis er dann gemerkt hat, es ist ernst. Und ich habe ihn dann auch nicht unterschrieben. Und dann kam ja das unrühmliche Ende im November. Warum eigentlich? Stichwort Pizzeria-Affäre. In der letzten Sendung, wo ich hier war, haben wir ja auch drüber gesprochen. Das ist ja immer wieder aufgewärmter. Ich habe an dem Abend nichts getan. Und Bayern war der Uli Hoeneß vielleicht auch ein bisschen sauer, weil ich zu dem zwei Monate vorher den Vertrag nicht verlängert habe, wie auch immer. Aber wir verstehen uns heute nach wie vor sehr gut, wir sind sehr gute Freunde. Und dann haben sie mich suspendiert mit Sven Scheuer zusammen. Und da bin ich halt ein halbes Jahr früher gewechselt wie geplant, denn da bin ich wieder zurück in die Pfalzner Kaiserslautern. Wenn man über diese Affäre spricht, muss man jetzt gar nicht im Einzelnen vertiefen. Es gab da eine kleine Auseinandersetzung und du sagst, ich habe da nichts gemacht. Und dann finde ich es auch konsequent, wenn man sagt, nein, dann zahle ich auch keine Strafe, weil ich war es nicht. Das habe ich auch getan. Genau. Trotzdem, ist es wahr, dass die euch teilweise auch Detektive an den Hals gehetzt haben? Ja, ich weiß ja, wie es bei den anderen war. Mir ist mal einer hinterhergefahren, ja. Hast du das mitgekriegt? Ja, ich habe mir, der war ja ein bisschen doof. Der hat sie mit dem Dorf angesprochen. Also das war eine Situation da. Ich weiß ja nicht, wie es zustande kam. Auf jeden Fall bin ich mit meiner Familie zum Eishockey gefahren. Meine Kinder waren zu Besuch aus erster Ehe. Und wir sind zum Eishockey gefahren nach Landshut. Und ich fahre aus unserer Garage raus und bin noch keine 10 Meter auf der Straße. Fährt mir so ein blauer Golf hinterher. Total unauffällig. Ja, ganz unauffällig. Also ja. Wie gesagt, 10 Meter auf der Straße und wir fahren so Richtung Autobahn und der ganz presst da hinten dran. Und ich gucke dann nur in den Rückspiegel und da sage ich zu meiner Frau, ich damals gesagt,
Da fährt uns einer hinterher. Dann guckt ihr so und dreht sich rum und sucht. Das ist ja der Blaue, der direkt hinter dran, der schon da im Kofferraum drin ist. Und fahren nach Landshut, fahren raus. Und wenn du Landshut dann rausgefahren bist, da war rechts eine Tankstelle und auf der anderen Seite eine Tankstelle. Und ich wollte es einfach mal testen, wollte gucken, ob es wirklich so ist. Da fahre ich auf der Seite, wo ich gefahren bin, fahre ich auf die Tankstelle. Und der Schlaue ist dann auf die andere Seite rübergefahren, hat auf der anderen Seite geparkt, hat er gewartet. Ich bin da weitergefahren, der fährt mit der hinher bis vor das Eishockey-Stadion. Ich hatte da zum Glück einen Durchfahrtschein und ich hatte auch zu dem damaligen Zeitpunkt eine Dauerkarte. Und da war ich bei dem Ordner vorne und gesagt, pass auf, dahinter steht, da ist einer mit dem blauen Auto. Nicht, dass der irgendwas sagt, ich kenne den nicht. Der fährt mir die ganze Zeit hin, lass den bloß in den Parkplatz. Und gehe dann auch zum Eishockey mit den Kindern, war schön, nach 2,5 Stunden komme ich raus und denk auch nicht mehr dran. Und fahr vom Parkplatz runter, da fährt er mit der hinterher. War der wieder hinter dran. Dann habe ich gesagt, das muss einer, der muss angesetzt sein. Das ging gar nicht anders. Und der Pfeil ist vor mir wieder für die Haustür, der hinter dran. Und dann habe ich überlegt, wie können die Stände das ausbremsen und können mal fragen, was der eigentlich will. Und dann bin ich bei mir vor die Garage gefahren, bin mitten auf der Straße stehen geblieben, aber ich habe nur das Problem gehabt, ich bin ein Stückchen so weit vorgefahren, da konnte er genau zwischen Hecke und meinem Auto konnte er gerade noch so durchfahren über meinen Garagenplatz drüber und ist dann auf der anderen Seite wieder abgehauen. Und da bin ich aber nächste Tag dann zu Uli Hoeneß gegangen, sag ich, das war ganz schlau von euch. Hat er es bestritten? Ja, er hat einen roten Kopf gekriegt. Ja, das war. Man muss sich das ja so vorstellen, es war ja der falsche Zeitpunkt. Sie hätten mich ja viel öfters kontrollieren können und haben es aber genau zum falschen Zeitpunkt gemacht, wo ich mit meinen Kindern unterwegs war. Sie hätten es besser gemacht, wenn ich alleine unterwegs war. Ja. Da hätten sie auch was gehabt davon. Ja. Ist es eigentlich wahr, Mario, dass die teilweise sogar die Rechnungsbelege der Kneipenwirte nach München in die Säbener Straße gefaxt haben, um zu kontrollieren, wer was getrunken hat? Ja, es war eine Situation. Der Uli Hoeneß kam dann sonntags morgens in die Kabine und dann hat er halt mal jedem aufgezählt, was er getrunken hat, was jeder bezahlt hat. Also das war dann schon öfters mal so. Aber der Uli Hoeneß hat dabei in München, hat dann auch in München alles im Griff und es ist ja grundsätzlich nicht schlimm. Man sieht ja, sie haben Erfolg, das ist toll. Und viele verstecken sich halt. Jetzt haben sie es einmal. Ja, ich weiß nicht, ob jetzt der Matthias kontrolliert oder wie auch immer. Gut, heutzutage muss man ja auch sagen, du darfst ja gar nichts mehr machen. Ne? Du wirst ja auf Schritt und Tritt verfolgt und dann irgendwo gesehen mit ihren Handys, dann machen sie Bilder heimlich und die Leute freuen sich dann, wenn sie dann so ein Bild irgendwo hinschicken können, da kriegen sie 50 Euro und meine Wunder, was sie da geleistet haben. Heutzutage wissen doch die Spieler, egal wo sie hingehen, du kannst da doch heute gar nichts mehr erlauben. Aber gelernt bloß haben die auch nicht. Bloß ja. muss ich dazu sagen, früher mir war es auch egal. Verstehst du, Norbert? Ich kann mich nicht nach jedem Spiel zu Hause einschließen, wie es viele getan haben. Ein bisschen Mensch musst du bleiben und sollst du auch sein. Und auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst, du hast dann Recht, auch abends mal rauszugehen, dann Bier zu trinken und nicht zu Hause im Keller und ein Bier zu trinken. Aber also, das finde ich fit. Aber hallo? Mario ist ja auch nicht betrunken auf Straßenbahnschienen gefahren. Oder lässt sich auf der A1 nachts um 3 Uhr, das wäre dir ja nicht passiert. Nein, das ist ein Vorteil von mir. Ich war ja immer schlauer wie die anderen. Ja, das meine ich. Norbert, wollte ich was sagen. Aber weil du das gerade ansprichst mit Fotohandys etc. Es gibt einen neuen YouTube-Hit von dir. Du weißt, worauf ich anspiele. Nee. Beim Fan-Talk hast du dich sehr dezidiert genau zu diesem Thema geäußert. Also, ach, mit der Dame, glaube ich. Gell? Es war eine Dame. Mit der Dame. Hinten raus ist die Sache mit der Dame. Deswegen bitte ganz bis zum Schluss maximale Aufmerksamkeit. Wir hören einmal kurz rein. Das ist ein sehr ernstes und sehr interessantes Thema. So, abgesehen von dieser Pointe am Ende, die gar nicht so gemeint ist und schon gar nicht frauenfeindlich und haben auch die Frauen hier herzlich gelacht, hat er recht, Rollo? Ja, also ich sehe das anders. Ehrlich gesagt, ich sehe das anders, weil das ist immer dieses Argument, dass jeder das genauso machen würde. Ich meine, das trifft ja auf dich nicht mal zu. Jeder hätte sich vielleicht anders verhalten oder viele verhalten sich anders, als du dich verhalten hast. Du bist ein Typ,
du hast deinen eigenen Weg, bist du gegangen, aber insofern musst du auch zugestehen, dass es auch Leute gibt, die nicht käuflich sind oder die nicht, die sagen hier an dieser Stelle Stopp. Das ist ein absolutes, du hast die Frage gar nicht verstanden. Du hast die Frage gar nicht verstanden von Markus Söpf. Was du da gesagt hast? Das, was ich da gesagt habe, ist, dass der Neid in Deutschland richtig groß ist. Nein, wenn du morgen ein Angebot vom ZDF kriegst und verdienst 2 Millionen mehr, du nimmst es nicht an. Nee. Ich bin 21 Jahre. Hör auf, ja, Mario, das ist eine Heuchlerei, was du machst. Woher nimmst du das? Hör auf mit dem Quatsch, ehrlich. Das ist ein Quatsch. Jeder Mensch in Deutschland, ist eine Neidgesellschaft, sage ich das jetzt nochmal. Das ist doch Quatsch, die sind doch nicht alle neidisch. Wenn ein Spieler, wenn ein Mario Götze, das Doppelte an Geld kriegt, soll er sagen, nee, ich das habe ich ja gar nicht behauptet. Aber die Spieler, die Fußballer, die sind doch in der Öffentlichkeit. Dann lass mich doch mal die Fußballer müssen alles über sich ergehen lassen. Die müssen sich alles gefallen lassen. Wenn du heute, entschuldige Rolle, ja. Lass mich ganz kurz noch zu diesem Satz was sagen. Wenn du das anders, ich sehe, das ist meine Meinung. Du hast vorhin gesagt, jeder hat ja seine Meinung. Ja, ich habe meine doch noch ganz kundgetan. Ich möchte nur eins sagen. Lass ihn ausreden. Nur eins zu sagen. Ganz einfach. Du darfst, auch wenn du in der Öffentlichkeit stehst, darfst dir nicht alles gefallen lassen. Und die Fußballer müssen sich alles gefallen lassen. Das ist das Problem. Du bist doch nicht der schlanke Kalli hier. Irgendwie. Das hat doch mit dem nichts zu tun. Ja, geht da also dann rede jetzt. Wie lange haben wir noch Zeit? Ja, reicht nicht. Wir nehmen uns jetzt ab. Oder erzähl. Da ist doch nicht jeder neidisch. Ich bin überhaupt nicht neidisch darauf. Aber du kannst doch nicht davon ausgehen, einfach zu sagen, dass jeder irgendwie käuflich ist und jeder würde die Millionen nehmen. Es gibt auch Leute, die arbeiten noch tatsächlich auch aus anderen Gründen. Zum Beispiel, weil sie den Job lieben. Ich bin 21 Jahre alt. Aber du hast das Gespräch gar nicht mit. Entschuldige, ich muss dich unterbrechen. Du hast das Gespräch mit der Dame gar nicht mitgekriegt. Doch! Die hat den ganzen Abend nur davon geredet, ihr verdient so viel Geld. Ich war ja nicht da. Aber du kannst doch zu so einer Frau. Aber wer verdient denn so viel Geld? Du hast was Allgemeines gesagt. Du hast gesagt, ich kenne keine Frau, die das nicht nehmen würde. Auf die Dame bezogen, genau. Genau, weil die Dame den ganzen Abend nur davon. Es ist doch auch so. Das ist meine Meinung. Quatsch, ja, dass das so ist. Ganz einfach. Das ist meine Meinung. Und dabei bleibe ich, da kannst du erzählen, was du willst. Ja, aber dass wir eine Neidgesellschaft sind. Doch, sind wir. Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Das ist doch Quatsch. Nein. Das unterstellt, dass jeder neidisch ist. Das ist meine Meinung. Wenn du eine andere Meinung hast, ist doch gut. Das ist meine Meinung. Ja, gut, das sind eine Demokratie, habe ich schon mal gesagt. Ja, aber vielleicht sollte man, was Mario vielleicht auch meinte, also durch diese Welt mit Twitter und Facebook kann ja jeder mittlerweile auch seine Meinung kundtun. Und das, was jetzt im Fall Mario Götze passiert ist, mit der Bekanntgabe, dass er den Verein verlassen wird, die Seite musste geschlossen werden. Das teile ich ja gar nicht, das habe ich gar nicht gesagt. Nein, aber das Mario sagt, mittlerweile kann ja jeder seine Meinung kundtun und im Endeffekt den Spieler, wie jetzt Mario Götze, in Anführungszeichen, direkt anschreiben durch so einen... Genau, das wird aber beschimpft und du kannst dich nicht dagegen wehren, Rolli. Die schreiben in Facebook, egal der größten Scheiß. Sie sagt es gerade. Anna sagt es gerade mit Mario Götze. Der wird beschimpft aufs Übelste und du darfst nichts mehr. Weißt du warum? Weil du dich in den Foren anmelden kannst, in so einem Pseudonamen, verstehst, und kannst nicht recherchieren. Ich stehe damit richtig. Das ist das Schlimmste drin. Aber wir sind doch. Du beschimpfst auch die Leute, das machst du ja vom Fernsehen. Nein, was du sagst, ist, dass jeder neidisch ist. Das heißt, jeder von uns ist auch neidisch. Ich wollte gerade sagen, also wenn du in der Öffentlichkeit stehst, darfst du nichts mehr machen. Du musst dir. Und das ist doch das, was ich gesagt habe, Fritz. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du dir alles gefallen lassen. Und die Leute, viele Leute meinen, sie dürfen das auch ausnutzen. Ganz einfach. Und das ist meine Meinung. Und dabei bleibe ich auch. Die Frage... Carsten, bitte. Es geht ja auch in die Richtung, dann wenn du als Spieler schlecht spielst, dann verdienst du immer zu viel. In die Richtung kommt es immer. Mhm. Die verdienen zu viel, die sollen ja nicht viel sich bewegen und extra viel laufen. Also in die Richtung geht es auf jeden Fall immer, bei den Fußballern. Es geht doch nur ums Geld. Es geht immer nur darum, die Fußballer verdienen alle zu viel Geld. Und deswegen habe ich gesagt, das ist Schmerzensgeld, weil du da alles gefallen hast. Ich erzähle jetzt ein kleines Beispiel. Ich stehe mit meiner Frau in München in der Diskothek. Ja. Das überrascht uns jetzt, dass du in der Diskothek bist, aber trotzdem. Und meine Frau hat offene Schuhe an. Und da steht so ein Knallkopf neben dran und schmeißt 10 Gläser genau immer neben dran, bis ihre Füße geblutet haben. Ja, du glaubst doch nicht, dass Moment, ich sowas ich bin noch gar nicht fertig, lass mich auch ausreden. Verlangst du auch, Rolle? So, jetzt nochmal. Füße geblutet. Okay? Bin ich zu dem jungen Mann hingegangen, hab den an der Krawatte gepackt und hab gesagt, wenn er so einen Eimer in Glas schmeißt, dann kriegt er eine Ohrfeige.
gehe wieder zu meiner Frau, er schmeißt wieder ein Glas, er kriegt von mir eine Ohrfeige. Weißt du, was passiert ist? Ich war der große Buhmann. Der nächste Tag. Und ich habe noch Geldstrafe gekriegt. Verstehst du? Und das ist das, was ich einfach damit meine. Du musst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, darfst du nichts machen. Du musst neben dran stehen, musst am besten nach Hause gehen, wenn die Frau die Füße verblutet haben, und musst dann der nächste Mario, Geld aber du kannst doch nicht alles verallgemeinern. Du wirst hier aber Vergleichsäpfel mit Birnen und so weiter. Du hast den Satz gesagt, Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Und diesen Satz unterstütze ich so nicht. Das würde bedeuten, dass wir alle neidisch sind. Ich bin nicht neidisch. Ich glaube, dass viele neidisch sind. Ich würde auch den Satz grundsätzlich, dass wir eine Neidgesellschaft sind, so nicht unterschreiben. Nee. Ich habe gerade immer das Gefühl, in Bezug auf Fußballer, wenn es um Geld geht, sind die Menschen sehr, sehr tolerant. Das sieht man auch in diesen Stadien immer, wo da unten eine Menge Millionäre spielen und oben sitzen trotzdem Facharbeiter und freuen sich mit denen, wenn sie ein tolles Spiel machen und unterstützen die auch, wenn es mal nicht so gut läuft. Aber die Frage dieser anonymen Kritik, das ist ja das, was du vor allen Dingen ansprichst, die dann jeder auch anonym und feige äußert, das ist eine ganz andere Geschichte und darum ging es eigentlich bei dieser Sache ja auch. Alle, die wir in der Öffentlichkeit Und das ist doch das, was ich gemeint habe. Die Anonymität, das ist was ganz Schlimmes. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Genau. Das ist die Geißel unserer Zeit. Wenn du in der Öffentlichkeit stehst, aber das sind wir uns, glaube ich, alle einig. Darfst du dir nichts mehr erlauben. Und das ist das, was ich nur gesagt habe und was ich auch gemeint habe. Verstehst du, dass es mittelmäßige Fußballer, ja, aber die Vereine bezahlen es ja. Und das ist das, was ich gesagt habe. Wenn doch ein Verein morgen kommt und sagt, Mario, jetzt bist du 44, komm, spiel noch mal ein halbes Jahr, das wird zwar keiner machen, aber spiel noch mal so ein halbes Jahr. Burghausen. Und die geben mal, weiß ich nicht, 100 Millionen, ich würde sie nehmen. Ist doch ganz klar. Die Vereine bezahlen doch das Geld. Also der Spieler wird nicht sagen, nee, das ist zu viel, gib mir ein bisschen weniger. Und das ist das, was ich gemeint habe. Wenn morgen einer kommt, ja, und sagt so, ein Fußballer wechselt, du kriegst bei uns das Doppelte an Geld, dann wird das wahrscheinlich machen. Davon gehe ich aus. Nein. Wie geht's aus in Wembley, Mario? Ja, ich glaube, ich bin ja ehemaliger Bayern-Spieler und drücke natürlich Bayern München die Daumen, aber ich glaube, dass es eine ganz enge Kiste wird. Ich glaube, dass es Bayern lieber gewesen wäre, Real Madrid. Ergebnis, leg dich mal fest. Ich würde mal auf ein 2-1 Bayern München tippen. Für Bayern, okay. Was sagt